Da haben Gaia Glas und Celine sich definitiv was vorgenommen. Beide sind keine unbeschriebenen Blätter hier bei Project Nova. Aber hier stehen sie einem eingespielten Tag-Team aus Wrestling Deutschland gegenüber, den Lunatics. Mal schauen, ob sie dem Wahnsinn der beiden apokalyptischen Reiterinnen an dieser Stelle gewachsen sein werden. Wo du gerade bei Tag-Team bist, Victor, ich habe so das Gefühl, wir beide machen dann den Rest des Abends hier als Tag-Team. Dieses Match und dieser Kommentar ist angelegt auf einen Fall. One Fall. Okay, die Lunatics machen erstmal klar, der Ref braucht ihnen keine Regeln erklären, es gelten eh keine Regeln für sie. Das bleibt abzusehen. Ja, aber ganz so einfach, wie sich die Lunatics das vorgestellt haben, ist das doch nicht. Gaia Glas jetzt hier im Ring mit Tyra Gates, zuletzt ja bei uns im Team mit Violet Saint aktiv war. Ganz genau. Heute gibt sie nun ihr Debüt an der Seite ihrer eigentlichen, ihrer eingespielten Tag-Team-Partnerin. Die Lunatics auch wirklich eine beeindruckende Erscheinung im Team. Das ist ja das deutsche Damen-Tag-Team, diese beiden Frauen. Das deutsche Damen-Tag-Team. Aber Gaia Glas lässt sich hier gar nicht beeindrucken. Wird sie direkt zu Boden geschleudert. Und noch ein zweites Mal geht es für sie auf die Matte. Das dritte Mal wird abgeblockt, abgedockt. Blockkick hinterher. Und jetzt hängt da ein schöner Flickflack mit anschließender Clothesline. Sieht man so auch nicht oft. Und den nächsten Dropkick in den Rücken gibt es hier von Celine. Aber das reicht natürlich nicht. Tyra Gates die Flucht nach vorne in ihre eigene Ecke und schickt ihre Partnerin Nikki Foxy in den Ring. Ja, mit der Celine sind wir jetzt das erste Mal aktiv im Ring. Das letzte Mal noch im Supernova-Match als Ringbegleitung zu sehen. Und auch da hat sie schon so ganz nebenbei den ein oder anderen Move mit ordentlich Impact verteilt. Der ordentlich Impact hat ja auch dieser Chinbreaker. Der tritt hinterher und... Ui! Sliding DDT. Aber was für einer. Eins, zwei. Nur bis zwei. Ja, ich glaube, aufgrund ihrer Größe und ihres Erscheinungsbildes wird der ein oder andere durchaus versucht sein, Miss Celine recht schnell abzuschreiben. Das wird sich aber rächen, glaube ich, wenn wir sehen, was diese Frau so ganz nebenbei aus dem Ärmel schütteln kann. Wechsel zu Gaia Glas, jetzt wieder hier im Ring. Doppelter Ansatz zum Suplex. Und da kommt er. Das hat gescheppert. Gaia Glas mit profitiert. Eins, zwei. Nein. Aber man muss sagen, Team Glas und Celine hier ganz klar in der Kontrolle gerade. Das hätte ich mir so, als dieses Match losging, auch nicht vorgestellt. Tauschen möchte ich mit den beiden im Ring, aber definitiv nicht. Denn wer möchte diesen beiden apokalyptischen Reitern, diesen wilden Furien im Ring gegenüberstehen, Victor? Ich möchte das nicht. Jetzt stellt auch gerade, glaube ich, Gaia Glas fest, warum man das nicht unbedingt möchte. Gelegener Wechsel zu Tyra Gates. In die Arme ihrer Partnerin und Spinebuster. Aber was für einer. Und die Schläge gibt's hinterher. Wow! Was hast du gesagt? Ich glaube, ich bin taub. Mit brutaler Härte geht Tyra Gates hier zu Werke, zieht ihre Gegner an den Haaren in die eigene Ecke und wechselt Nikki Foxley wieder ein. Ja, da sind die beiden apokalyptischen Reiterinnen auch super smart.
Die gehen hier kein Risiko mehr ein. Jetzt gibt es hier die Double-Team-Aktion gegen Gaia Glas. Sie geht in die Seile und... Oh! Face-first auf die Matte geschickt. Face-first erstmal auf das Knie hier. Kyra Gates jetzt, Nikki Foxley jetzt absolut in der Dominante. Aber Gaia Glas versucht dagegen zu halten, aber wird sofort wieder zu Boden geprügelt. Guck dir mal die Strikes an. Was für eine Wucht hinter diesen Schlägen liegt, das sieht man doch auch eher selten. Wucht hatte auch diese Ohrfeige hier, die Celine gerade einstecken musste. Gib dir noch mal nebenbei eine mit. Und Ansatz zum Double Knee in die Ecke. Ja, und da fällt Gaia aus der Ecke wie erschossen. Eins, zwei. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht, aber ich glaube, das war an der Stelle von Gaia Glas auch nur noch Instinkt. Wie die umgekippt ist nach den Double Knees, dachte ich wirklich, das war's. Was? Und die auch gleich nachgesetzt. Ansatz zum Ripcord. Facebreaker. Aber was für einer. Aber sofort das Kampf, den Versuch des Wechsels abgewürgt, Victor. Ich sag's dir, die beiden apokalyptischen Reiterinnen, die sind eben das eingespielte Team hier an dieser Stelle. Und die wollen natürlich hier die Kontrolle auch nicht abgeben. Diese beiden arbeiten wie eine gut geölte Maschine. Jeweils der andere weiß sofort, was ihre Partnerin tun will. Anders als bei diesem doch recht konstruierten Tag-Team auf der anderen Seite des Rings. Ja, die Offensive hier von Nikki Foxley und Tyra Gates, man kann sie nur beschreiben als nicht schön, aber effektiv. Vollkommen korrekt, Victor. Außerdem werden wir natürlich in unserem seit Jahren erwarteten Main Event heute eine GWF Women's Championship Titelverteidigung sehen. Zumindest den Versuch einer Titelverteidigung, denn die sagenhafte Kara, ihres Zeichens amtierende Titelträgerin, wird den Titel verteidigen gegen die Frau, die ihn niemals im Ring verloren hat, Laura Di Matteo. Aber jetzt geht hier erstmal das Match im Ring weiter. Kyra Gates schnappt sich ihre Gegnerin für Surfboard, wie es aussieht. Mexican Stretch. Und da gibt es den Tritt auf die Brust. Das tut vom Hingucken schon weh. Um Himmels Willen. Eins, zwei. Ich will nicht wissen, wie es Gaia Glas gehen wird, wenn das Adrenalin nach diesem Match abebbt. Was diese Frau hier schon alles eingesteckt hat, ist unglaublich. Und trotzdem kämpft sie weiter, kämpft hier gegen die Lunatics. Immer wieder auch im Double Team. Sie will sich hier nicht geschlagen geben, aber zieht hier beide zu einem DDT auf die Matte. Auch der nicht schön, aber effektiv. Und da kommt Celine. Und Celine räumt erstmal auf. Ja, klein, aber oh, kann man da nur sagen. Celine räumt hier beide Lunatics ab, als wäre es nichts. Muss in die Ecke. Aber setzt nach mit dem kleinen Big Boot, der hier äußerst effektiv ist. Head Scissor! Hurricane Runner! Ja, und damit hat mit Sicherheit keiner der Lunatics gerechnet, dass hier Celine derart explodiert. Setzt nach mit dem Kick. Aber das Cover wird umgedreht. 1-2. Nur ist 2. Man merkt Nikki Foxy hier die Frustration an. Die beiden dachten schon, sie hätten Gaia Glas am Boden. Aber dann kommt Celine und alles änderte sich. Oh! Ja, ich glaube, jetzt sind die Lichter hier aus. Cover 1, 2, nein!
Die Lunatics sind natürlich so einiges gewöhnt. Aber ich dachte, nach diesem Tritt direkt an die Schläfe, wäre es das gewesen. Celine will nachsetzen. Celine setzt hier einen Hold an. Muss Nikki Foxley hier abtopfen, Victor? Nikki Foxley ist jedenfalls meilenweit von den Seilen entfernt, aber schafft es hier, Celine auszuheben. Und mit ihr auf dem Kreuz geht sie Schritt für Schritt in die eigene Ecke und sie hat Wechsel. Ja, und das ist jetzt natürlich selten dumm gelaufen für Celine. Da hat sie den Ansatz zum Double Team quasi selbst geliefert. Es kracht und eins, zwei, nein. Nein. Codebreaker. Aber Celine schafft den Wechsel. Gaia Glass kommt daran. Ab und auf die Matte. Eins, zwei. Aber das ist Nikki Foxley. Ja, das war natürlich klar, dass das eingespielte Tag Team so einfach sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Face Slam. Aber ja, kann ich sie jetzt pinnen? Eben hieß es noch, hier gelten keine Regeln, aber jetzt sind die Regeln eben doch ganz wichtig. Ansatz zum Double Team Manöver. Es geht hoch und Double DDT. Holen hier den Sieg. Sie haben die Apokalypse hereinbrechen lassen über Gaia Glass und Celine. Aber wie diese beiden Frauen, Gaia Glass und Celine, hier gekämpft haben an dieser Stelle, muss man einfach respektieren.